Ciao Bella, ciao Bellos, come stai? Und schöne Grüße oder liebe Grüße hier aus Palermo. Tristan und ich haben uns im Flieger gesetzt. Wir sind nach Sizilien geflogen, um uns diese wunderbare Esskultur anzuschauen. Wir sind hier an Mercato del Capo. Hier gibt es Eis nicht, dass das der Marktplatz der Capos ist. Nein, hier gibt es wirklich jede Menge leckere kulinarische Leckereien. Schaut euch das mal an. Wir laufen jetzt direkt mal da durch. Guck dir das mal an. Guck dir hier mal den Fischstand an. Ich war die Tage, ja, habe ich auch so einen Stand entdeckt, aber da war mitten auf der Straße. Und da habe ich ja auch ein paar Sachen gekauft und haben uns was Leckeres zubereitet. Wie war es, Tristan? Das war wunderbar. Das war Spaghetti Frutti di Mare. Das war Mamma Mia. Schaut euch das mal an. Ich muss hier diesen Fisch, ich gehe kaputt. Du folterst mich gerade. Wir können auch erst Fisch essen. We want from this. Just to eat now. Noch ein paar Shrimps wegsnacken? Ja. Komm, let's go for it. Wir müssen, aber wir müssen. Guck dir mal den Markt an. Egal, ich klang heute alles weg, ich höre. Ich mache heute keinen Spaß. Aber wir müssen auf jeden Fall aufpassen. Ich mache keinen Spaß heute. Voila, keinen Spaß heute. Guck dir den Markt an, wir nehmen den auseinander. Du folterst mich. Kann ich jetzt essen? Ja, du darfst essen. Ja, endlich. Bismillah. Was haben wir da für eines? Meeresfrüchte-Salat. Meeresfrüchte-Salat. Bismillah. Das ist das, was ich liebe. So. Diese intensiven Aromen. Weißt du, von den Kräutern, von den Olivenöl. Jetzt von der Zitrone noch mal oben drauf. Ah. Frisch gefangen, frisch gekocht, frisch zubereitet. Das ist traumhaft, traumhaft, ehrlich. Traumhaft. Ich liebe diese Kultur. Ich liebe diese Kultur. Weißt du noch, wo ich beim Gemüse-Döner dachte, da wäre Sellerie drin? Da war aber nur Paprika. Jetzt ist aber wirklich Sellerie drin. Hier ist Sellerie drin. Hier passt auch Sellerie. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass Sellerie auf den Döner passen würde. Was sagst du? Schmeckt genial. Schmeckt genial. Bist geflasht, ne? Aber ganz ehrlich, hier ist die Lebensqualität einfach höher, wenn man hier lebt. Ja. Ich weiß nicht, wie die Sozialleistungen sind, dies, das, aber du hast Sonne, du hast Meer, du hast Strand, du hast verdammt gutes Essen, gut gelaunte Menschen. Gut gelaunte Menschen, ehrlich. Trauma. Jetzt wird hier schon der zweite Gang serviert. Das ist der zweite Gang, mein Frühstück. Der muss sein, Leute. Die haben mich so angerichtet. Eigentlich will ich auch am liebsten gar nicht mehr weiterlaufen, weil die Theke ist so geil hier bei denen. Schwertfisch, gefüllte Kalamaris, gekochte Aubergine mit Fisch. Das ist genau mein Ding, genau mein Ding. Robert Mark Kleber würde sagen, Fische sind Freunde, kein Futter. Liebe Grüße, Marc. Ja, respektvolle Grüße. Respektvolle, ja, safe, natürlich respektvolle, liebe Grüße. Der macht übrigens jetzt auch mit bei Savoy's Bike. Echt? Ich meine ja, er wollte das entscheiden. Brauche ich ja auch gut zu, den Shabab. Ja, der wird da alle rasieren. Er kennt sich doch im Dschungel besser aus als der Kornas. Warum machst du dich so komisch aus? Wie denn? Es gibt einen Trick. Na? Es gibt einen Trick. Guck mal. Das Erste, was du machst, ist, du greifst Kopf hier rein und machst den Kopf ab. Hab ich gemacht. Ja, du hast den voll auseinandergepult. Dann gehst du hier rein, einmal nach links brechen, einmal nach rechts. Mhm. Einmal frontal drücken. Mhm. Und dann kannst du meistens den Schwanz abziehen, in dem Fall jetzt nicht. Und dann gehst du hier an die Beine und greifst an den Beinen, machst du den Panzer auseinander. Mmh. Der unser Feinschmecker Abu Soni. Mmh. So ein Gemüse habe ich noch nicht gesehen, Tristan. Du? Also nicht in der Größe. Wenn meine Mutter das früher gehabt hätte, hätte sie mir damit die Ohren angezogen, anstatt das Nudelholz. Thank you.
ganzer Sack voll Schnecken. Hier, guck mal. Das ist hier eine Spezialität. Willst du probieren? Nee, danke. Komm. Willst du eine Schnecke essen? Wenn die jetzt hier zubereitet sind, ja. Ja, aber... Ah, wir haben schon Hoden gegessen. Aber machst du, knallst du bei Schnecken zusammen? Was ist denn da nicht in Ordnung? So, Friends, bevor es jetzt zur nächsten Station geht, wollte ich euch die Karte vorstellen, die ich immer wieder auf meiner Reise mit dabei habe. Ich weiß gleich nicht, ob ich mit Karte oder Bar bezahlen kann. Fakt ist, kommt da Revolut wirklich sehr gelegen. Ich kann an jedem Geldautomaten weltweit ohne extra Gebühren Geld abheben. Und das ist auch nur einer von vielen Vorteilen. Wenn ich außerhalb der Eurozone bin, profitiere ich von einem hervorragenden Wechselkurs. Außerdem kannst du mit der Revolut-App kostenfreie Überweisungen aus Europa, Großbritannien, USA, Singapur, Japan und Australien senden und empfangen. Und das ist auch nicht alles. Du kannst dir jetzt die Revolut-App herunterladen. Wenn du deinen Urlaub über die App buchst, gibt es noch mal 10% Cashback. Ganz feine Sache. Also bei 1000 Euro sparst du schon 100 Euro. Die kannst du wunderbar im Urlaub verpulvern. Ja, man kann also sagen, Revolut ist die App für alles rund ums Reisen. Passend zur Saison. Meine Lieben, ladet euch jetzt die Revolut-App herunter. Bestellt euch kostenlos eure Revolut-Karte. Und sobald ihr die ersten 3 Transaktionen abgewickelt habt, gibt es noch mal einen Willkommensbonus von 20 Euro. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und genießt euren Urlaub. Bis dann. Arrivederci. Das sind hier, ich sag mal, Zucchini-Blüten. Ja. Die werden frittiert im Teigmantel. Soll auch eine sehr leckere süditalienische Spezialität sein. Ja. Ich habe noch nie gegessen. Du? Generell frittiertes Gemüse? Nee, auch noch nie gegessen. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Make me one portion, please. One this? Yes. One for my friend, please. Thank you, sir. Richtig schön salzig. Ich habe noch nie Zucchini-Blüten überhaupt gesehen. Wir werfen die immer weg. Echt? Ja, ja. Hier aber in Süditalien werden die richtig auch so in Kistenweise verkauft. Bei Mama Simple Food habe ich die auch schon mal gesehen. Echt? Mhm. Grüße gehen raus übrigens. Zeig mal, wie sehen die aus? Man erkennt nicht viel, ne? Man erkennt nicht viel. Bisher schmecke ich auch nur den Teig raus. Ist schön salzig, herzhaft, sehr schön herzhaft und crunchy. Hier erkennt man tatsächlich ein bisschen Zucchini-Blüte. Jetzt komme ich zur Blüte durch. Hat was von frittierte Zucchini. Ja? Mhm. Sehr lecker. Auch sehr geschmacksintensiv. Hätte ich nicht gedacht, dass die Zucchini so krass durchkommt. Hier kann man wirklich nicht nur Obst und Gemüse kaufen, was hier regional gezüchtet wird, sondern auch wirklich so wirklich Spezialitäten wie Pistazienpesto, hausgemachten Tomatenmark. Und da müssen wir auf jeden Fall auch was mitnehmen, Christian, nach Hause. Safe. Damit müssen wir uns eindecken. Ja, 100%. Wir müssen extra ein Gepäckstück aufgeben, glaube ich. My friend, make me from this blood orange. Red orange? Yes. Thank you. Thank you. Prösterchen. Grazie, my friend. Grazie mille. Hier gibt es auch gratis Refill. Warum? Der Tag kann weitergehen. Warum nicht bei uns? One vegetarian, please. Grazie, how much? Die Urform der arabischen Kibbe. Frittierte Reisbällchen, wir haben jetzt die vegetarische Version. Frittierte Reisbällchen, Arancini. Arancini, ja. Ich bin gespannt, ist das mein erstes Mal? Riech mal auf, komm, wir schauen mal rein. Oh, ist heiß, ne? Ja. Bismillah. Oh. Schön den Reis. Bismillah. Aspetta. Mangia. No, con la mozzarella. Mamma mia.
Das ist brutal. Reis, frittierten Reis, mit Käse gefüllt. Guck mal, der Käse ist schön Mozzarella. Mozzarella und Fleisch. Aber ich habe Sorge, dass das Schweinefleisch ist, deswegen. Ja. Woher aus Deutschland? Woher aus Deutschland? Bitte? Monaco? Du lebst in Monaco? München. 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 Da, der Shabab aus München. Traumhaft, hier zu sehen. Ich teile den mit dir. Oh, danke. Das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Aber ist nichts für jeden Tag, ne? Die Büffelhüfte bedankt sich dafür. Zieh. Weißt du, woran mich das auch ein bisschen erinnert? An so Kartoffelpuffer. Von der Konsistenz her, weißt du? Hab ich noch nicht so oft gegessen. War denn dieses Fondue oder ist das Käsefondue? Weißt du, was du so ziehst? Hat auch was davon, ne? Krasser Geschmack. 2 Euro, so ein Ding. Guck mal, für den Fisch am Anfang, was haben wir bezahlt? 17 Euro. Die große Schale Meeresfrüchte und die Shrimps. Ja. Das hier ist eine ganze Mahlzeit, davon wird man satt. Das ist eine Mahlzeit, ist wie ein Döner. Ja. Das ist der sizilianische Döner hier. 2 Gerichte habe ich noch für die Streetfood-Märkte. Und zwar ist das hier einmal hinter mir die Striscione. Striscione, ne? Das ist die sizilianische Pizza. Leute, die meine Channels oder meine Videos regelmäßig verfolgen, die wissen, wir haben bisher die neapolitanische gecheckt und die römische. Und die kalabrische. What? Wait, questo? Ja. Oh, questo? No, questo. Die hat auf jeden Fall einen wesentlich dickeren Teig, ne? Und das ist das, glaube ich, was in Amerika rübergekommen ist, weil diese Pizza mit dem 20, bis zum späten 20. Jahrhundert sind die ja von hier nach Amerika gewandert, haben die ihren Esskultur mit rübergebracht und so ist die American Pizza entstanden. Ja, so sagt man's. So sagt man's. Von Tony Falconi. Die wird jetzt gebraten. Das ist so wie diese Pan-Pizza, weißt du, ich weiß so Pan-Pizza, das ist der Unterschied. Mamma mia. Kommt noch ein bisschen Olivenöl. Oregano, Pepper, Oregano. Bisschen Oregano. Der spart nicht, der Bruder. Ein sehr süßer Stand auch, ne? Ja, ja. How old are you, my friend? 16. Ah, okay. Wow. Ich bin mal gespannt, wie die schmeckt. Ich bin eigentlich kein Fan von Pizza mit dickem Teig. Ja, doch, hin und wieder kann man sich die geben. Ja? Ja, ja. Ich mag es auch eigentlich lieber schön dünn und crunchy. Aber kann man sie geben. My friend, please cut. Grazie mille. Gibt's doch nicht. Der will jetzt 1 Euro haben. Hat das ganze Stück jetzt 1 Euro gekostet? Ja, Mann, aber wir geben dem mehr. It's okay. Tony Falconi. Yes. Ja, Mann. Der denkt sich auch, lass mich doch einfach in Ruhe mit deinem Mafia kommen. Komm, wir gehen da in den Schatten hinter dir. Hier im Schatten? Ja. Die hat es bis nach Amerika geschafft. Ja. American Pizza. So, Svincione. Teig ist aber schön, ne? Wenn Teig ist luftig. Ja. Ist gut aufgegangen. Ja. Ne? Kruste ist jetzt unten schön crunchy. Bismillah. Hast du mich ein Bild drauf? Du bist ein Bild. Die ist gut. Ja? Ja, Mann. Die ist wirklich gut. Die ist unten schön crunchy. Oben ist sie so sehr soft. Wirklich, so schon. Du denkst, der Teig ist nicht richtig aufgegangen, so lapprig, klebrig. Mhm. Hat was. Schmeckt gut, ja? Erinnert mich ein bisschen an meiner Ich. An meiner Ich? Ja. Da hat du mit Oregano jetzt. Hat eine schöne Kulisse, wa? Stehst du hier am Streetfood, hast du eine schöne Location, schöner Ausblick. Wunderschön. Wo bist du mehr? Ja, Mann. Sieht man das? Ja, sieht man. Saftige Tomate. Frischer Oregano. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ist nicht mein Fall. Nicht dein Fall? Wirklich nicht. Ey, du machst mich fertig. Ich schwör, du machst mich fertig. Ich hab echt erwartet, dass ich das richtig feier. Ich schwör's dir, du machst mich fertig. Warum? Dass das nicht dein Fall ist. Wenn ich mich an Istanbul erinnere, ja, bau bitte die Szene ein. Diese nassen Burger. Also komisch, wie Brei. Geht in Richtung Brei, würde ich sagen, ne? Man sieht hier ist so eine trockene Schicht und dann innen ist diese nasse Schicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, mit dieser Tomatensoße hier, ja, finde ich den geil. Ja? Mhm. Ich finde den echt geil.
Die waren geil. Und appetitlichen Burger, die so richtig geil. Klebrig waren und matschig. Findest du geiler wie die? Also wir haben oft, guck mal, wir haben oft den gleichen Geschmack. Du hast gerade ein Softwareproblem, ehrlich. Fahr mal dein Programm runter und wieder hoch. Und mir ist die zu sehr gewürzt einfach. Zu sehr gewürzt. Das kommt ja so schön, wie man da isch. Ja, aber das ist zu krass. Also auch sehr, sehr salzig. Wirklich, wirklich. Der macht mich bewusstlos. Ich schwöre, der macht mich bewusstlos. Man muss ja auch ehrlich sein, ne? Ja, absolut. Also, ich finde die auch einfach zu matschig. Guck mal, wenn man die so zusammendrückt. Der Burger war matschiger. Ja, beim Burger ist was anderes. Hier hast du diesen fetten Teig, guck mal. Jetzt müsst ihr selber probieren. Jetzt müsst ihr auf jeden Fall vorbeikommen. Die Leute, die schon mal hier waren und die so eine Original-Swischone da gegessen haben, knallt das mal bitte in die Kommentare. Okay, was ist denn besser? Das würde mich jetzt mal interessieren. Die Pizza oder der Burger? Der nasse Burger? Ja. Das hat doch gar nichts miteinander zu tun. Doch. Safe, der nasse Burger. Ich bin immer noch der Meinung, du hast gerade ein Softwareproblem. So, Friends, den ersten Markt haben wir abgeschickt und jetzt geht's zur Fuscheria. Auch ein wunderbarer Streetfood-Markt. Wir schauen, was es da so Leckeres gibt. Zweite Station auf dem Streetfood-Tour ist der Fuscheria-Markt oder Fuscheria-Markt. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Hier gibt es auch jede Menge Fisch und eine ganz spezielle sizilianische Tradition. Die wurde damals von einem jüdischen Einwanderer rübergebracht. Und zwar ist das die Milz, Pane con Milza. Pane con da Milza. Pane con da Milza, ja, aber Italiener, das ist ja nochmal Sache, sprich es nochmal aus, bitte. Pane con da Milza. Genau, das ist Milz. Schön fein geschnitten in ein Milchbrötchen drin mit Zitrone oben drauf. Deswegen bin ich jetzt hier und ich bin gespannt, was dieses Sandwich so kann. Wait. Oh, come stai. A small one? Ja, grazie. Grazie a te, amico mio. Oh, come stai, bene. Va bene, mangiare, mamma mia. Mangiare bene fa salute. Oh, mamma mia, ahla was ahla. Grazie. Una faccetta camion se da Pippo Basile la felicità con un bicchiere di vino, vai. Mamma mia. Ci sarà una faccetta camion se usata da Pippo Basile, sì. Ci sarà con la felicità un panino camion se da Pippo Basile la felicità con un bicchiere di vino. Come panino. Là. Guarda cosa c'è qua, guarda. Mamma mia. Mamma mia. Guarda! Guarda che felice! Fai vedere che mangio! Grazie! Fai vedere e poi dice se è buono o meno! So sieht's also aus, das klassische Milch-Sandwich. So sieht das aus, das klassische Milch-Sandwich. Milch. Sag schon, Milch. Boah, ist aber ziemlich fettig, ne? Ja, das wird hart. Bei dem Wetter wird das wirklich sehr, sehr hart. Du hast schon reingebissen. Ja, ich hab schon reingebissen. Wie war's? Ist tatsächlich sehr lecker. Ja. Weiß, Fett ist Geschmacksträger, der Käse. Das Fleisch, das Brot. Ganz ehrlich, ich würde lieber bei den Hoden bleiben. Ehrlich, also die sind mir ja angenehmer. Wenn schon in den Reihen, dann Hoden oder was? Ja, genau. Also die wären mir wirklich angenehmer. Es ist aber wirklich lecker. Es ist lecker, aber dem wird das sehr schwer zu verarbeiten. Und? Ist wirklich eine Köstlichkeit. Auch bei dem Wetter? Nein, das ist es. Das ja, würde ich mir eher im Winter reinsnacken. Ja, Herbst, im Winter wird das richtig gut kommen. Ja, wird richtig geil kommen, gar keine Frage. Im Sommer, bei der Hitze. Im Sommer ist hart. Das ist wirklich hart. Ist ich hart, frage mich, ja. Wie die das schaffen. Tagsüber hier am Fuscheria-Wald ist auch eine angenehme Stimmung. Ne? Abends aber auch. Abends dann abends wirklich ist der sehr Bär. Wild. Boah, ist da geht sehr, richtig sehr die Post ab. Wir waren gestern Abend war das noch, ne? Ja, gestern Abend. Gestern Abend waren wir hier, da war alles hier eine reine Tanzfläche. Ja. Bis in die Gassen rein. Ja, ja und es ist einfach ein wunderschönes Flair. Schaut euch das mal an, hier so ein bisschen Bruch, rustikal, geschmückt. Das ist wirklich Streetfood, wie man sich das vorstellen kann. Ja,
Das Besondere ist, so gefühlt ist das hier alles gar nicht so richtig organisiert. Die Leute... Mangiare, Mamma mia, Habibi, Mamma mia. Der weiß, was gut ist. Der weiß, was gut ist. Die Leute waschen hier am Brunnen ihr Geschirr und sowas, ne? Also genau, genau. Also das ist aber irgendwie so... Hat sich einfach so entwickelt, ne? Ich glaube nicht, dass das geplant war. Nee, ist jetzt kein so hochmoderner Streetfood-Markt oder sowas. Nee, aber nice. Wir genießen jetzt nochmal das Flair, snacken unser Brötchen weg und dann sehen wir uns an der nächsten Station. Bis gleich. Unsere letzte Station der Palermo Street Food Tour und zwar haben wir jetzt Autista. Das ist ein Getränk, was den Magen reinigt. Eins will ich euch vorab sagen, bevor wir jetzt gleich da hingehen, vergisst diesen Tornado. Da säuft ihr euch noch eure letzten Hirnzellen weg. Und hier reinigen wir den Magen und haben immer noch einen klaren Verstand. Und das Ganze ist auf Halal. Komm und folgt mir. Buongiorno. Due Autista. Ja, ja. Das soll ursprünglich von einem Taxifahrer erfunden worden sein. Ja, ja. Und wir bringen diesen Hype jetzt nach Deutschland. Leute, hört mir genau zu. Wir werden es ganz euch noch mal erklären, wie das funktioniert. Ob der Backpulver oder Soda reinmacht. Ne, Natriumcarbonat. Wir wissen es nicht. Ich hab dann gefragt, da kommt Natriumcarbonat rein und wir verraten nicht so viel. Ich würde sagen, wenn wir in Deutschland sind, machen wir eine richtige Challenge draus. Mhm. Ne? Und ich sage euch, vergiss Tornado, ab heute nur noch Tsunami. Ah, wenn danach dein Magen nicht mehr fit ist, ne, dann weiß ich auch nicht mehr. Ist übrigens nicht ganz einfach, einen Autista in Palermo zu finden. Ne? Ich denke an solche Trinkbuden, so wie die hier sind, so auf der Straße. Achte da drauf, auf der Straße. Ich habe ja schon mehrere gesehen, wir haben ja nur nie angehalten. Ich glaube immer nur an solche Trinkbuden so auf der Straße, weißt du, wird das angeboten. Vom Nachtleben, weißt du, wie ich meine Leute saufen, feiern, morgens ein Autista, Magen reinigen, gehen die schlafen. Ja, wir werden auf jeden Fall die Adresse einblenden, wa? So. Bicarbonato. Aber first uno. First uno. Uno and this later, when I change the game. Oh. Oh, ja, Mann. Oh. Oh. Mama mia. Mama mia. Ich bin jetzt wach auf jeden Fall. Ich bin jetzt wach. Jetzt ist auch Mussolini dran. Was ist denn hier, Mann? One, two, three. Was ist das? More, more, more. Trink, 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 trink. Mach den Tsunami. Mach den Tsunami. Boah, der Ex richtig weg. Boah, krass. Krass. Der gibt voll den Kick, ne? Ja, Mann. Ja, der Schwabber sieht auch geil aus. Beast Kitchen. YouTube. Ah, you have YouTube. Yeah? Grazie mille. Grazie. How much you get? How much? Yeah. 8 Euro. 8. Du hast ja noch ein bisschen Zitrone am Bart hängen. Du hast ja an der Nase hängen. Ich schwöre. Ja, an der Nasenspitze. Oh. My friend, it's okay. Thank you. Thank you too. Oh, grazie mille. Bye bye. Nice ciao, to meet ciao. You. Ciao. Arrivederci. Arrivederci. Vorsicht, nicht, dass du umkippst. Das war auf jeden Fall mal ein perfektes Ende für so eine Streetfood-Tour, oder? Ja, unser Magen reinigt sich ja jetzt gerade. Ja. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt einen Mittagsschlaf. Und dann ab zum Beach. In der Zeit kommentieren die Leute. Nee, dann essen wir was und dann gehen wir zum Beach. Klingt nach dem Plan. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Arrivederci.